Passiert wirklich das Unmögliche und Lionel Messi verlässt den FC Barcelona? Wenn ja, welche Teams würden denn überhaupt in Frage kommen? Wir bringen euch mal auf den neuesten Stand. Quo vadis, Lionel Messi, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Transfermarktshow. Ja, die historische 2:8 Demütigung gegen die Bayern, die wird Lionel Messi wahrscheinlich auch noch an diesem Donnerstag im Kopf rumschwirren. Aktuell soll er sich in den Pyrenäen aufhalten und über seine Zukunft nachdenken. Und diese, die scheint mehr als ungewiss. Zur Erinnerung für euch, seit 2004 hat Messi 731 Spiele für Barcelona gemacht, dabei 634 Tore geschossen. Nie hat man ihn in einem anderen Trikot spielen sehen, aber diese Nacht in Lissabon, die könnte jetzt einiges verändern. Laut spanischen Medien tendiert Messi tatsächlich zu einem Vereinswechsel und soll auch schon um seine Freigabe gebeten haben. Kurz mal zu seiner Vertragssituation. Bis 2021 ist Lionel Messi noch an die Spanier gebunden. Den Vertrag, den hat er bis heute nicht verlängert, weshalb es auch schon seit Wochen Transferspekulationen um ihn gibt. Wer La Pulga schon in diesem Sommer verpflichten will, der müsste eine ordentliche Stange Geld hinlegen, denn seine Ausstiegsklausel, die beträgt aktuell 700 Millionen Euro. Wir wollen heute trotzdem mal schauen, welche Vereine für Lionel Messi überhaupt in Frage kämen. Wir bleiben ganz klar im Konjunktiv und haben mal drei Stück herausgefunden. Das erste Team, Manchester City, die Guardiola-Elf, die ist mal wieder im Champions-League-Viertelfinale ausgeschieden. Zu wenig für die Ansprüche des Premier League-Zweiten. Die große Frage ist, wird der Kader im kommenden Sommer erneut umgekrempelt? Rechts außen, Ferran Torres, der kam ja schon für 45 Millionen Euro vom FC Valencia. Nett auf jeden Fall, aber so ein Lionel Messi, der wäre nochmal eine andere Hausmarke. Und wenn es sich einer leisten kann, dann Manchester City. Es wäre auf jeden Fall die perfekte Story, denn Lionel Messi, der würde dann zu seinem Ex-Trainer Pep Guardiola zurückkehren, mit dem er zweimal die Champions League gewann. Messi und Guardiola, das hat richtig gut funktioniert. Besonders gut funktioniert hat es in der Saison 2011-2012. Da hat Lionel Messi unter Pep nämlich wettbewerbsübergreifend 73 Tore geschossen. 73 Tore wird er wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber er würde definitiv die Qualität des City-Kaders erhöhen. Stammrechtsaußen Riyad Mahrez, der müsste wahrscheinlich dann für Lionel Messi weichen. Und sind wir mal ehrlich, mit dem Argentinier, der würde nicht nur die rechte Außenbahn einen ordentlichen Boost bekommen, sondern die ganze Offensive generell. Messi auf rechts, De Bruyne in der Mitte und Sterling links, das wäre auf jeden Fall eine nette Kombination. Aber braucht Manchester City überhaupt Lionel Messi? Da werden viele jetzt sagen, einen Lionel Messi, den kann man eigentlich immer gebrauchen. Stimmt ja auch, aber wenn man sich mal den Kader von Manchester City anschaut, da gibt es schon relativ viele Spieler auf der Position des Rechtsaußen. Riyad Mahrez haben wir ja schon gehört, aber auch Bernardo Silva oder Kevin De Bruyne, die haben schon oft auf Rechtsaußen gespielt. Neuzugang Ferran Torres, der ist auch als Rechtsaußen gelistet. Vor allem aber Supertalent Phil Foden, der musste auch schon oft auf der rechten Außenstürmerposition aushelfen. Messi könnte also vor allem einem jungen Spieler wie Phil Foden so ein bisschen Spielzeit klauen. Andererseits, Lionel Messi kann man eigentlich überall in der Offensive hinstellen. Er ist jetzt nicht unbedingt auf Rechtsaußen fixiert. Aber es gibt natürlich die berechtigte Frage, kann Lionel Messi überhaupt den englischen Fußball? Da geht es ja ein bisschen körperbetonter zur Sache, das Spiel ist auch etwas schneller und ob er sich das nochmal mit 33 Jahren antun will, das ist eben die große Frage. Schreibt gerne mal unter die Folge, ob ihr Lionel Messi tatsächlich bei Manchester City seht. Wir haben mal eine kleine Hilfe für euch und haben nochmal die Pros und Kontras zusammengefasst. Für einen Wechsel spricht erstens natürlich das Geld. Das spielt beim Premier League Riesen in der Regel keine Rolle. Zweitens, Messi würde natürlich die Qualität im Kader erhöhen. Und drittens, die Guardiola Connection. Die beiden haben auf jeden Fall definitiv auch in der Vergangenheit gut funktioniert. Dagegen spricht kein wirklicher Need auf Rechtsaußen. Und ein Messi-Transfer stört natürlich auch die Entwicklung junger Talente wie Phil Foden. Und letzter Punkt, die englische Spielweise. Vielleicht nicht mehr ganz das Richtige für Messi. Unsere zweite mögliche Messi-Station, Inter Mailand. Die Nerazzurri, die haben eine recht gute Saison gespielt. Europa League-Finalist, Vizemeister und genau da soll auch in der kommenden Saison angesetzt werden. Vor allem in der Liga, da will man Serienmeister Juventus Turin endlich vom Thron stoßen. Und wer wäre für dieses Unterfangen besser geeignet als Lionel Messi? Fakt ist, er würde dem Inter-Kader auf jeden Fall Star Power geben. Klar, Lukaku und Lautaro Martinez, die haben auch schon das gewisse Etwas, aber so einen richtigen Star, den hat Inter Mailand noch nicht im Kader. Der sechsmalige Weltfußballer, der könnte im Inter-System dann womöglich die hängende Spitze hinter Lukaku spielen, was wiederum Martinez aus der Startelf spielen würde. Nichts gegen Martinez, aber Lionel Messi, der wäre nochmal ein richtiges Upgrade. Messi schlägt Martinez wenig verwunderlich in allen Bereichen. Das Dribbling und die Passwerte sind natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Beim Tor
Koeffizienzwert wird es aber schon deutlich enger. Zur Info für euch, wettbewerbsübergreifend hat Messi in dieser Saison 31 Tore gemacht. Da sagen jetzt alle ziemlich stabil. Für Messi ist ein solcher Wert aber gar nicht mal so überragend. 2007 hat er nämlich das letzte Mal weniger als 31 Tore gemacht. Das zeigt nochmal, was für ein außergewöhnlicher Fußballer er ist. Jetzt aber zurück zum Thema, vielleicht löst sich das Martinez-Problem in der kommenden Saison eh von selbst. Denn er wird ja immer wieder als Suarez-Nachfolger beim FC Barcelona gehandelt. Und vielleicht kann ja Inter Mailand so ein bisschen die Messi-Millionen drücken in Form eines Tauschs. Martinez geht zu Barcelona und Lionel Messi kommt im Gegenzug zu Inter Mailand. Andererseits, Martinez, der könnte mit seinen 22 Jahren ja auch in Zukunft das Gesicht des Vereins sein. Und wenn er trotz aller Gerüchte bleiben sollte, dann könnte eine Messi-Verpflichtung vielleicht seiner Entwicklung schaden. Was zudem gegen einen Messi-Deal spricht, Inter Mailand müsste womöglich noch mehr Spieler als Lautaro Martinez verkaufen, um sich Lionel Messi eben leisten zu können. Wahrscheinlich müssten sie sogar den ganzen Kader finanziell ausdünnen. Hier auch nochmal für euch die Pros und Kontras zusammengefasst. Für einen Wechsel sprechen würde der Angriff auf Juve. Inter ist im Win-Now-Modus und dafür brauchen sie Messi. Zweitens, der Star-Faktor. Messi würde Inter Mailand so ein bisschen mehr Glanz geben. Und C, was wir noch gar nicht erwähnt haben, wie geil wäre es bitte, wenn CR7 und Messi nochmal in einer Liga zocken würden? Könnte womöglich auch Messi zum Grübeln bringen. Gegen einen Deal spricht, Martinez könnte womöglich der Leidtragende sein und Einsatzminuten verlieren. Und zweitens, das Geld könnte sein, dass Inter Mailand viele aktuelle Stützen für Lionel Messi opfern müsste. Seit Mittwoch, da hat sich ein weiterer möglicher Messi-Abnehmer ins Spiel gebracht. Besser gesagt hat das PSG-Star Neymar selbst übernommen. Der würde Lionel Messi nämlich gerne in Paris sehen. Keine Neymar-Rückkehr nach Barcelona, sondern eine Wiedervereinigung von Neymar und Messi in Paris. Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend, zumal ja dort auch noch ein anderer ziemlich guter Kicker zockt. Kylian Mbappé nämlich, und diese Sturmreihe, die hätte es tatsächlich in sich. Messi könnte bei Paris Angel Di Maria ersetzen, wobei der eigentlich auch eine ziemlich gute Saison gespielt hat, aber gegen Messi, da ist eben wenig auszurichten. Wir haben mal die Champions League-Werte der beiden genommen, da die Leistungen von Di Maria in der vergleichsweise schwächeren Ligue A jetzt nicht repräsentativ wären. Und Messi ist bis auf den Toreffizienzwert deutlich besser. Aber auch hier nochmal die Info für euch, 31 Tore waren schon sehr gut von Messi in der abgelaufenen Saison, aber diese mega außerirdischen Zahlen, die fehlen. Messi würde den Pariser Kader vom Superstar-Level auf jeden Fall nochmal auf eine andere Stufe heben, aber will er tatsächlich am Wochenende gegen Mannschaften wie Dijon oder Straßburg spielen, das ist eben die große Frage. Fakt ist, die französische Liga, die hat definitiv weniger zu bieten als die italienische, vor allem aber die englische, wobei man andererseits wieder sagen muss, Scorerpunkte, die würde Messi in der Ligue A reihenweise auflegen. Messi zu Paris? Fragezeichen, auch hier nochmal die Pros und Kontras. Erstens, die Neymar-Connection, beide mögen sich, beide schätzen sich, würde also Sinn machen. B, das Prestige, wenn ein Messi auf den Markt kommt, dann will ein Verein wie Paris natürlich auch zuschlagen. Catching Superstars hier das Motto. Und drittens, Geld, ähnlich wie bei City, dürften auch die Pariser weniger Probleme haben, die Kohle für Messi aufzutreiben. Einziger Minuspunkt, dafür aber ein ziemlich großer, der gegen einen Wechsel in die Ligue A spricht, die Qualität der Liga. Wir haben jetzt ziemlich viel spekuliert. Fakt ist, Barca-Präsident José Bartomeu, der hat schon klar gemacht, dass Lionel Messi auf jeden Fall beim FC Barcelona bleibt. Und der Argentinier selbst, der gilt ja auch als äußerst emotional. 2015 zum Beispiel nach dem verlorenen Copa-Finale, da ist er aus der argentinischen Nationalmannschaft ausgetreten. Eine klassische Kurzschlussreaktion. Heißt, vielleicht nimmt sich Lionel Messi diesmal die Zeit, um so ein bisschen die letzten Wochen zu verdauen. Um dann zu der Überzeugung zu kommen, dass er vielleicht doch beim FC Barcelona bleiben will und Teil des Umbruchs wird. So, jetzt seid ihr aber gefragt, seht ihr Lionel Messi tatsächlich in der kommenden Saison in einem anderen Trikot? Wenn ja, in welchem? Oder sagt ihr, er ist auf jeden Fall eine Barca-Institution und wird er auch bleiben? Schreibt es gerne in die Kommentare unter der Folge. Jo, damit sind wir mal wieder fertig für heute. Wir sehen uns dann nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin auf jeden Fall abonnieren und liken nicht vergessen. Macht's es gut.